Und damit hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur neuen Saison, Saison 3, die wir mit niemand geringeren als Max Verstappen angehen. Irre. So, jetzt würde ich erstmal sagen, wir wählen die Strecken aus, die wir hier zur Auswahl haben. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Nachdem wir keinen Fahrer mehr in Mexiko haben, macht Mexiko keinen Sinn mehr. Jetzt müssen wir natürlich schauen, was sonst noch Möglichkeiten besteht. Nee. Las Vegas ist das letzte Rennen. Wir haben Brasilien, das geht auch nicht. Oh, jetzt muss ich wieder rausholen, wo Sprintrennen sind. So. Baku, Spielberg, Spa, Losail, Austin und Sao Paulo. Okay. Die sind schon mal weg. Aber diese Strecke hier ist dabei. Das können wir eigentlich mal testen, weil natürlich die S-Kurven wieder fraglich sind, ob wir die gut hinkriegen mit dem Auto. Aber theoretisch, ja, Suzuka wäre eine Möglichkeit. Nee. Frankreich sehe ich nicht. Kanada bleibt, Spanien bleibt, Imola sowieso. Ja, Suzuka ist die einzigste Möglichkeit, wo ich sage, macht Sinn. Wir haben einen japanischen, jungen japanischen Fahrer dabei, wir haben ein japanisches Team dabei. Dann sind unsere 10 Rennen beginnend in Bahrain. Dann geht es weiter nach Australien. Von Australien geht es weiter nach China. Von China reisen wir nach Miami. Imola ist Nummer 5. Von Imola geht es in die zweite Saisonhälfte. Da starten wir in Spanien. Dann geht es weiter nach Kanada. Von Kanada reisen wir nach Monza, von Monza weiter nach Japan und von Japan geht es dann zum letzten Rennen nach Las Vegas. Genau, und somit ist die neue Strecke dieses Jahr Suzuka. So, und da müssen wir jetzt aufpassen, da müssen wir diesmal andere Sachen unterschreiben, nachdem wir jetzt die Möglichkeit haben. Den Deal, den wir hier haben, müssen wir definitiv mal verbessern. Wir können hier ganz vorne mitfahren. Genau, Konstrukteursmeisterschaften mindestens Platz 3 muss das Ziel sein. Renault E-Tech, den Motor behalten wir, der ist gut. Da passt alles. Max Verstappen ist unser Teamkollege. Unterzeichnungsbonus 5,5 Millionen. Damit haben wir 41,7 Millionen auf dem Konto übrig. Dann passt es auch mal. Lackierungsauswahl. Muss natürlich jetzt, weil ich es gerade wieder sehe. Stopp, das passt alles. Anzug. Ja, müssen wir den Sponsor wieder loswerden. Das ist wieder so nervig. Wenn wir einen Sponsor gewechselt haben, klebt uns jetzt der Sponsor wieder auf dem Ding. Das ist so bescheuert gemacht. Schauen. Helm. Ich hätte davor den, glaube ich, kopieren müssen, dann wäre es wieder gegangen. Ne, ist wurscht. Lackierungsauswahl. Sponsorenaufkleber. Ich würde schon so gerne, aber das können wir nicht machen. Absolut bescheuert. Team Branding. Passt auch alles. Weiter geht's. Ricardo und Verstappen sollen Nissan die Konstrukteursmeisterschaft holen. Nein, wir fahren weiter mit der Nummer 3. So. Dann haben wir es auch schon. Gibt es diesmal kein Palaver am See etc. Können hier aber gleich mal eintragen, was wir fördern wollen. 70%. Uff, dann würde ich sagen, bauen wir erstmal aus. Ressourcenpunkterzeugung, 6,5 Millionen. Bauzeit auch verringert. Bauzeit und Ressourcenerzeugung. Ressourcenerzeugung und Bauzeit. So wie hier. Bauzeit und... Ja, genau. Geht nicht mehr ganz auf, aber ja. Wichtig ist, dass wir die haben und dann können wir hier später noch aufs Personal übergehen. Ah, schau.
Ja, das passt schon. Das sind die Schritte, die dann demnächst kommen. So, jetzt planen wir erstmal hier, wo wir Updates machen wollen. Wir stehen nämlich eigentlich ganz gut da. Das sind natürlich zwei große Updates, die wir machen könnten. Oder eins, was uns wirklich nach vorne bringt. 1700 die Motorhaube. Dann nehmen wir doch das Chassis, würde ich sagen. Weil beim Motor standen wir eigentlich ganz gut da. Das war nicht genau, das ist nicht das Problem. Aber dann nehmen wir doch Chassis und Ding und verbessern dann eben unser Chassis. So, Aero und Chassis. Das sind sowieso 1500 Punkte, die wir dazu kriegen. Und dann haben wir noch Fahrertrainingslager. Max Verstappen ist nochmal 750. Das ist natürlich krass. Aber ja, das ist das, was wir brauchen, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Holen uns die Entwicklungspunkte. Hey, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Genau. Und gehen dann hier hinten auf die Motorhaube und sagen, bitte entwickelt uns das. Vor Australien wird es fertig, das ist okay. Reißen sich jetzt hier kein Bein aus, aber ist auch nicht schlecht. So. Dann ist das Ganze abgeschlossen. Dann haben wir es noch 5 Millionen übrig. Millionen brauchen wir aber. Hey, ich habe gerade erfahren, dass eine der Abteilungen mit einem neuen Einrichtungsupgrade fertig ist. Ich habe dir eine Nachricht mit den Details geschickt. So. Fahrtrainingslager abgeschlossen und damit sind wir auf dem neuesten Stand. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir schauen uns in der nächsten Folge das neue Driver Lineup an für die nächste Saison. Bin sehr gespannt, wie das ausschaut, wer für welches Team fährt. In der übernächsten Folge kümmern wir uns dann wie immer um die Ups und Downs. Mal schauen, wie es da läuft. Bis dahin, bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao mit V.